Nimm YouTube Talk ganz schnell, und zwar ein riesen Dankeschön, dass wir schon bei 70.000 Abonnenten sind. Ich habe leider in den Videos nie oft Zeit, mich zu bedanken, meistens am Ende, aber das ist wirklich eine richtig heftige Zahl. Da muss ich mir einfach kurz Zeit nehmen und euch sagen, es ist wirklich krank, und ich bin euch wirklich so dankbar, dass ihr mich da so unterstützt, auch das Liken, Kommentieren, Abonnieren und so weiter und so fort. Ihr seid wirklich die allerbesten, you're the great MVP. Und ihr seht doch gerade, was nicht so ganz nice ist, ist nämlich dieser Dude hier. Der will mich nämlich um 75 Euro abziehen. Ich habe gesagt, ey, warte noch ein bisschen, bis ich Ideen habe fürs Design und so weiter und so fort. Jedoch habe ich mich dann aus privaten Gründen dazu entschlossen, doch kein Design von ihm zu kaufen und wollte den Kauf rückgängig machen. Das Ganze wollte er aber nicht einsehen, wollte diese 75 Euro behalten, hat sie auch behalten und hat sie jetzt immer noch, hat mich sozusagen gezogen, und ich finde wirklich, das ist das allerletzte, wenn man Leute zieht. Jetzt habe ich eine Bitte an euch, schreibt bitte bei ihm in die Videos, überall, spammt ihm voll, er soll mir das Geld zurückgeben, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder hier auf das i, das ist wirklich das allerletzte, bitte hilft mir da wirklich, das wäre sehr nett. So viel also zum Retalk, jetzt geht's los mit dem richtigen Video, und zwar Renntipps in GTA 5. Renntipps in GTA 5 kann man entweder für Autos machen oder auch für Motorräder. Wir nehmen aber uns heute jetzt mal die ganzen Motorräder unter die Lupe, schauen, welches Motorrad hat welchen Topspeed, welches Motorrad hat wo und welche Vorteile. Und ihr seht auch gerade schon im Hintergrund, auf Platz Nummer 32 haben wir den Faggio Mod. Der hat die Höchstgeschwindigkeit von 152 Stundenkilometer in GTA 5. Auf Platz Nummer 31 haben wir das Red Bike. Das Red Bike ist schon ein bisschen älteres Fahrzeug, kam aber auch mit dem Bikers DLC dazu und hat den Topspeed von 155 Stundenkilometer. Würde ich auf jeden Fall nicht für die ganzen Rennen verwenden, für zum Beispiel vielen langen Geraden oder auch Kurven, denn da ist das Fahrzeug wirklich nicht so gut. Falls ihr zum Beispiel jetzt lieber ein Motorrad haben wollt, das vielleicht ein bisschen alt aussieht und auch ziemlich oldschool ist und vielleicht ein bisschen tunen wollt, dann würde ich auf jeden Fall dieses Redbike empfehlen. Auf Platz Nummer 30 haben wir den Faggio Sport. Der hat die Endgeschwindigkeit in GTA 5 von 157 Stundenkilometer, ist also ein bisschen schneller als der Faggio Mod und muss auf jeden Fall schon was heißen, aber wir haben noch einen Faggio und der ist auf jeden Fall noch schneller als der Sport. Auf Platz Nummer 29 haben wir den Bagger, beziehungsweise das Motorradbagger, und der hat hier die Endgeschwindigkeit von 157,5 Stundenkilometer in GTA 5. Vom Handling her ist es ganz okay, aber wie gesagt, ist auch nicht das Beste für die ganzen Rennen. Ich werde euch noch gute Alternativen auch für die besten Motorräder in GTA 5 noch zeigen. Und auf Platz Nummer 28 haben wir schon den Faggio. Der Faggio, natürlich oldschool-mäßig, hat die Endgeschwindigkeit von 166 Stundenkilometer. Kann man auch für Nutzfahrzeugrennen verwenden, ist aber da auch nicht der Beste, denn da ist der Sandler, der Wappezendler, immer noch der Beste. Bei den meisten Motorrädern seid ihr auch schneller, wenn ihr ein Wheelie macht, aber bei manchen Motorrädern seid ihr damit auch langsamer, beziehungsweise geht das Ganze auch gar nicht. Aber bei diesen Motorrädern werde ich das Ganze auch erwähnen, nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Auf dem 27. Platz haben wir die Hexa. Die Hexa hat die Endgeschwindigkeit in GTA 5 von 168 Stundenkilometer. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Platz, nämlich der Wolfsblade in GTA 5. Der Wolfsblade hat die Endgeschwindigkeit von 169 Stundenkilometer, ist also schon relativ gut, kam auch mit dem Bikers DLC, ist aber nicht das Beste vom Allgäu bei den ganzen Motorradrennen. Da gibt es auf jeden Fall schon heftige Fahrzeuge, die werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Auf dem 25. Platz haben wir mehrere Fahrzeuge. Einmal natürlich die Enduro mit der Endgeschwindigkeit von 172 Stundenkilometer. Dann auch noch die Demon, und die hat auch die Endgeschwindigkeit von 172 Stundenkilometer. Und dann noch die PG600. Und diese Fahrzeuge haben alle die gleiche Endgeschwindigkeit, wie gesagt 172 Stundenkilometer. Trotzdem würde ich euch nicht empfehlen, diese Motorräder in GTA 5 zu kaufen, gerade wenn ihr auf Performance aus seid. Die haben da einfach nicht die nötige Performance. Und dann kommen wir auch schon zum Platz Nummer 24. Der Vader oder die Vader hat die Endgeschwindigkeit von 174 Stundenkilometer, schlägt somit Demon, PG, Enduro, Wolfsblade, Hexa und so weiter und so fort. Auf dem 23. Platz haben wir ein ziemlich seltsames Fahrzeug, wo sich sehr viele Leute auch aufgeregt haben, da das Fahrzeug verbuggt ist und so weiter und so fort, nämlich die Chimera. Die Chimera hat die Endgeschwindigkeit von 175 Stundenkilometer. Sehr viele Leute mögen das Fahrzeug nicht. Ich finde, mit diesem Fahrzeug kann man geile Wheelies machen, aber das ist ja Geschmackssache. Aber für die ganzen Rennen auf jeden Fall No-Go. Gerade auch, weil das Fahrzeug nicht über Kurves fahren kann und auch ein sehr schlechtes Handling hat. Auf dem 22. Platz haben wir die Elektro in GTA 5. Die Elektro hat die Endgeschwindigkeit in GTA 5 von 175,5 Stundenkilometer, hat auch im freien Modus ein cooles Feature, aber diesen Boost kann man leider nicht in Rennen verwenden. Somit ist das Fahrzeug nur auf Platz Nummer 22. Auf dem 21. Platz haben wir da schon ein bisschen besseres Fahrzeug, nämlich die Innovation. Die Innovation ist auch ein sehr altes Motorrad in GTA 5, hat die Endgeschwindigkeit von 177 Stundenkilometer. Und weiter auf Platz Nummer 20 haben wir den Nemesis in GTA 5. Die hat die Endgeschwindigkeit von 178,5 Stundenkilometer. War, glaube ich, auch mal ein sehr seltenes Fahrzeug, aber jetzt kann man es
glaube ich, kaufen. Und auf Platz Nummer 19 haben wir nämlich schon die Zombie Bobber. Nicht die Zombie Chopper, sondern Zombie Bobber, also mit B. Und die hat die Endgeschwindigkeit von 181 Stundenkilometer. Platz Nummer 18 haben wir die Sanctus in GTA 5. Ein sehr teures Fahrzeug, sieht aber cool aus, gerade auch für Halloween-Liebhaber. Und die hat die Endgeschwindigkeit von 182 Stundenkilometer in GTA 5. Platz Nummer 17 kam auch wieder mit dem Bikers DSC. Dieses Motorrad hat die Endgeschwindigkeit von 184 Stundenkilometer. Das Fahrzeug heißt Avarus und ist auf jeden Fall ein cooles Fahrzeug. Für die ganzen Rennen würde ich es, wie gesagt, nicht empfehlen. Von der Endgeschwindigkeit her gibt es, wie gesagt, noch bessere. Auf dem 16. Platz haben wir da schon ein bisschen besseres Fahrzeug, nämlich Zombie Chopper. Nicht Zombie Bobber, sondern Zombie Chopper. Dieses Motorrad hat die Endgeschwindigkeit von 185 Stundenkilometer. Und auf dem nächsten Platz haben wir die Nightblade. Die Nightblade hat die Endgeschwindigkeit von 189 Stundenkilometer in GTA 5. Lässt sich auf jeden Fall schon sehen, würde ich mal sagen. Und auf dem nächsten Platz haben wir auch schon ein Fahrzeug, das auch in die Geländeklasse mit reinkommt, nämlich die Sanchez. Die Sanchez hat aber nicht nur als einziges Motorrad in GTA 5 die gleiche Geschwindigkeit, nämlich die Dinka, Trust, die Sanchez und die Double T. Diese Motorräder haben alle die gleiche Endgeschwindigkeit, nämlich 190 Stundenkilometer. Ist auf jeden Fall schon richtig gut und die Sanchez kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr nicht viel Geld habt und auch mal gewinnen wollt, gerade in Geländerennen. Aber es gibt noch bessere Fahrzeuge, wie zum Beispiel auch die Vortex. Die Vortex hat die Endgeschwindigkeit von 191 Stundenkilometer und die Divailer hat die Endgeschwindigkeit von 191,5 Stundenkilometer in GTA 5. Und das sind wirklich Motorräder, die schon in die obere Preisklasse auch gehen, die natürlich auch ein bisschen mehr Performance haben. Sieht man ja auch sehr deutlich. Dann auf dem nächsten Platz haben wir die Vindicator. Die Vindicator hat die Endgeschwindigkeit von 195,5. Vom Handling her ist das Fahrzeug wirklich nicht perfekt. Würde ich euch da nicht empfehlen. Platz Nummer 11 geht dann die Akuma. Die hat eine heftige Beschleunigung. Falls ihr im Rennen habt mit sehr vielen Kurven, nehmt auf jeden Fall die Akuma. Und Platz Nummer 10, da haben wir schon die Ruffin. Die Ruffin hat die Endgeschwindigkeit in GTA 5 von 197 Stundenkilometer. Ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Platz Nummer 9 geht dann die Manches. Die Manches hat eine heftige Endgeschwindigkeit, nämlich 197,5 km/h. Und das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Kann man auch für die ganzen Offroad-Rennen verwenden. Platz Nummer 8 geht an die Carbon RS. Die Carbon RS ist auch ein sehr schnelles Fahrzeug. Endgeschwindigkeit 199,5 Stundenkilometer. Was wahrscheinlich auch die meisten interessiert, ist die Shotaro. Die Shotaro hat nur eine Endgeschwindigkeit von 200 km/h. Es gibt also wesentlich schnellere Fahrzeuge, Motorräder in GTA 5. Dann Platz Nummer 6 geht an die Gargoyle. Und die Gargoyle hat die Endgeschwindigkeit in GTA 5 von 202 Stundenkilometer. Also schlägt somit auch die Shotaro und somit vielleicht auch besser in langen Strecken. Auf jeden Fall. Platz Nummer 5 geht hier an die Hakuchu Drag. Die Hakuchu Drag schlägt hier auch wieder die Shotaro. Und die Shotaro ist ja das teuerste Motorrad in GTA 5 mit 2,225 Millionen. Und die Hakuchu Drag hat die Endgeschwindigkeit von 203,5 Stundenkilometer. Der nächste Platz geht an die BF400. Die BF400 hat die Endgeschwindigkeit von 204,5 Stundenkilometer. 1 km/h schneller als die Hakuchu Drag. Und auf dem nächsten Platz haben wir schon die Cliffhanger. Ist auch ein super schnelles Fahrzeug. 206 Stundenkilometer in GTA 5 schafft die Cliffhanger. Und auf dem nächsten Platz haben wir die Barty 801 und auch 801 RR. Beide Fahrzeuge sind gleich von der Performance her und haben die Endgeschwindigkeit von 208,5 Stundenkilometer. Und natürlich der Sieger hier in diesem Video von den ganzen Topspeeds her ist natürlich die Hakuchu. Die normale Hakuchu hat sage und schreibe die Endgeschwindigkeit von 211,5 km/h erreicht. Ist ein richtig heftiges Fahrzeug. Falls ihr ein Rennen habt mit sehr vielen langen Geraden, nehmt auf jeden Fall die Hakuchu und nicht irgendwie die Drag oder die Shotaro. Aber wie sieht das Ganze jetzt bei normalen Rennen aus, die nicht nur geradeaus gehen, sondern auch Kurven drin haben oder gerade auch GPs? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte zuerst, wenn Rockstar Games dieses Motorrad released hat für 2,225 Millionen Dollar, dachte ich, sie wollen einfach nur die Spieler verarschen, aber es ist doch ein sehr gutes Motorrad, gerade auch bei den ganzen Kurven kann die Shotaro wirklich ihre Pluspunkte holen. Dagegen seht ihr die Drag, die hat auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten, gerade weil die Drag halt ziemlich lang gebaut worden ist und deswegen hat die da eher Schwierigkeiten, gerade auch um die ganzen Kurven zu gehen. Von der Endgeschwindigkeit her, klar, holt die Drag dann wieder auf, das bedeutet, ihr müsst immer so ein bisschen schauen, wie die Strecke verläuft, wie viele Kurven drin sind, was sich mehr lohnt. Soll ich mir lieber die Shotaro holen oder nicht, aber ganz ehrlich, ihr könnt euch zum Beispiel auch die Akuma holen, die hat zum Beispiel auch eine krasse Beschleunigung, gerade auch für Rennen mit sehr vielen Kurven, habe ich auch angedeutet, aber die Hakuchu Drag hat auf jeden Fall auch ihre Vorteile, aber ist auf jeden Fall nicht das schnellste Motorrad in GTA 5. Falls ihr noch einen Analog Oil braucht mit bis zu 700 Millionen, könnt ihr auf jeden Fall in den Videoschreiben vorbeischauen und ich sage noch was an der Endcard. Sorry, dass ich an einigen Stellen einfach so schnell geredet habe. Ich wollte einfach nicht, dass wieder Kommentare kommen. Hey, du hast das Video auf 10 Minuten lang gezogen und so weiter und so fort. Ihr habt hier nochmal die Möglichkeit, dass ihr andere Videos von mir schaut. Gerade auch andere Topspeed-Videos, wie zum Beispiel auch die schnellsten Sportwagen. Oder könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr wollt. Habt einen schönen Tag. Ciao mit V. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Peace. Ciao, meine Freunde. Peace. Mach's gut. Ciao. Ciao.